Hallo und herzlich willkommen beim Game Store Simulator. Ja, nicht GameStop Simulator, das ist nicht, wo man Jugendliche abzockt irgendwie und 20 Spiele für 2 Euro kauft, sondern der Game Store Simulator. Ich glaube, es ist wieder ein Simulator, klar, aber ich glaube, er ist gut. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, der ist ein bisschen, na gut, ich lese wieder Ausfahrt, da ist wieder alles vorbei. Aber 10 plus geplante Ergänzung, mehr Fahrzeuge, Unterhaltungszentrum, Casino. Wir gucken mal, was da noch alles geplant ist. Und mehr Computer, überhaupt Computerspiele, Detailed Income. Wir machen mal ein neues Spiel. Einstellung. Deutsch, ganzer Bildschirm, V-Sync ist, ist das an oder aus? Ich glaube, das ist an, ne? Hier ist immer an. Da ist aus, da ist an. Ich hoffe. Klang. Der Klang ist gut. Die Kontrolle habe ich verloren. Und die Grafik ist sehr offen. Open und Close. Ja. Schattenqualität ist hoch und die Texturqualität ist natürlich ultra. So lobe ich mir das. Prima. Dann neues Spiel. Was soll schon schief gehen? Die Übersetzung ist schon mal sehr gut. Der Staubsauger redet wieder. Sag mal, fangen alle diese Simulatoren gleich an? Ich muss erstmal gucken. Oh, die USS Roffel. Die USS Roffel hat neulich ein Kind gekriegt. Da hinten ist es. Klein Roffel. Haben sie einfach Copy-Paste kleiner gedreht. Oh, ist das süß. Oh, kann ich ins Wasser? Nein. Oh, ich finde einen Weg ins Wasser. Ich finde einen Weg ins Wasser. So, Parking. Parking ist Englisch. Auf Deutsch übersetzt, das haben wir vergessen zu übersetzen, heißt es eigentlich Nebelkönig. Ja, eigentlich ist das der Nebelkönig, der eröffnet hier bald. Das ist so ein Burger-Restaurant. Da gibt's Pizza, hier wohnen Menschen. Hotdog. Ich schau mich erstmal um, ne, bevor wir jetzt hier City-Bus-Stop. Schau mal kurz um, hier so, dies, das, aha. Mal gucken, wie die Menschen hier so aussehen. Ich bin hässlich. Okay. Hä, sie ist weg. Ich bin so hässlich. Wäre ich mal ins Fitnesscenter gegangen, im Gym-Simulator. City Life coming soon. Okay. Also City Life kommt hier auch bald noch. Decoration, aha. Das ist doch Ehrensache. Den kenne ich. Das ist ja Fabi. Ehrensache, altes Haus. Das machst du jetzt also. Okay, das ist, ich meine... Oh, das ist aber sehr multikulturell. Das finde ich gut. So. Der Einkaufswagen hat schon hinter sich. Und ausgestopfte Beeren. Hat der Otto hier wahrscheinlich verkauft. So, ich gehe mal wieder zurück. Wir öffnen mal den Laden, ja? Genug rumgepimmelt. Jetzt gehen wir mal zurück. Machen schön den Laden auf. Können wir springen? Ja. So. Hier ist auch wieder Schmutz. Ich werde konsequent ignoriert. Okay, also, wir öffnen jetzt einen Spieleladen. Ich glaube hier, ich bin mir nicht ganz sicher, wo der fette Anker drin rumliegt. Entfernen Sie den Papierkorb. Zum Glück haben wir, zum Glück haben wir die Texturen auf Ultra gestellt. Okay, ich muss ganz... Klang. Klang! Okay, ich wollte gerade ganz kurz die Texturen auf Low stellen. Wollte mal gucken, wie es aussieht. Aber naja. Ich entferne mal lieber den Papierkorb. Kann ich hier auch durchfegen? So. Der Papierkorb ist weg. Remove it. Ja, sicher. Den schleppe ich mal kurz raus. Na, sicherlich. Was ist das? Verwenden Sie Ihren Besen, indem Sie eins drücken. Putze es. Los, putze es. Los. Du Manschlamp. Los. Weiter geht's. Ich hab's gleich. So, verstecken Sie Ihren Besen. Finden Sie Ihr Fahrzeug und steigen Sie ein. Aua, hier ist eine Tür. Warte. Das ist mein Fahrzeug, ne? Führen Sie den Motor aus. Hey, Motor, komm. Romantisches Kerzendinner, du und ich. Hm? Ich möchte dich besser kennenlernen. Oh. Ich liebe jedes Zündkerzchen an dir. So, Kamera, Ausfahrt, Bremse. Okay, das ist unsere Kamera hier, okay. Gehen Sie zu Adams Spielgeschäft. Sie können die Karte mit M öffnen. Adams Spielgeschäft.
Aber wie fahre ich denn überhaupt? Wie fährt man? Ach, führen Sie den Motor aus, na klar. Ich muss den Motor ausführen. Ich glaube, ich muss hier lang, ne? Ja, yeah, geil. GTA 6 einfach Early Access. Links rum, dann haben wir's. Ja, geil. So, ich fahr mal hier rum, ja? Ist eine Abkürzung, die ich kenne. So, ich führe den Motor aus und gehe zur Ausfahrt. Läuft wohl nicht so gut. Was ist das für ein lausiger Laden? Und was ist denn... Hallo, wir haben 2023, hallo! Ich brauch diese Schnutenwindeln nicht mehr. Win-me. Oh, ich kann eine leere Palette gewinnen. My life is complete now. Ich habe Idee für Gewinnspiele, Leute. Also wenn ihr wollt, ich habe noch eine leere Palette. Caution, wet floor, okay. So, was ist hier los? Das ist der richtige Typ für einen Spieleladen. Der sieht richtig aus wie ein richtig netter Onkel. Ist einfach so. So. Eine Art von Spiel über Stadtlayout und Systemorganisation. Hinzufügen. Vergiss nicht, durch Erhöhen der Anzahl der Boxen, die Sie vom Skillbaum tragen, können Sie mehr Kisten mit Ihrem Fahrzeug gleichzeitig tragen. Regale, Ladenregal, Lagerregal. Wir haben $150. Kaufen Sie 20 Spiele und ein Ladenregal. Eins und dann 20 Spiele. Okay. Ich möchte gerne 5 davon. Puzzle. 5 davon. Und Plattformer kaufe ich 10. Nehmen Sie die Kisten und legen Sie sie in Ihr Fahrzeug. Kann ich mehrere nehmen? Oh ja, 3. Okay. Wow, unser Wagen ist aber echt schön. Platzieren Sie die Schachtel. Lass meine Oma in Ruhe. Das ist aber frech vom Spiel. Ich weiß, was das soll. Bisschen übergriffig. So. Dann wieder raus. Führe den Motor aus, gehe zur Ausfahrt, bin wieder draußen. Ich platziere die Oma in meinen Armen. 3 Omas kann ich tragen auf einmal. Und jetzt platzieren die Kisten in das Lagerhaus des Geschäfts. Oh! Es gibt ein Lagerhaus. Wow. Platzieren Sie die Schachtel. Warte, warte, ich muss ganz kurz eben gucken. Da ist das Lager. Cool, dass das gekennzeichnet ist. Platzieren Sie sie im Geschäft. Setzen. E zu erhalten. Ich... Was? Werfen, setzen. Ah. Interagiert mit dem Regal. Ich, setzen. Setzen. E zu erhalten. Hä? Warte. Kann ich die... Platzieren Sie die Schachtel. Mehr kann ich damit nicht machen gerade. Okay, warte. Ich guck mal. So,
Drehen geht noch nicht. Setzen. Setzen. Werfen. Nein, schlechte Idee. Ich drücke E, ich drücke linke Maustaste, ich drücke alles, aber es funktioniert nichts. Warte mal, ich probiere mal kurz die Dinger wieder ins Lager zu stellen. Vielleicht kann ich mit dem Regal interagieren. Ah, so rum. Okay. Wählen. Durchschnittlicher Preis. Weiß ich nicht. Bezahlter Preis 2,9. Dann mache ich 3,2. Ort, Upgrade-Regal. Achso, Ort. Was? Okay. Ich hätte 6 nehmen sollen, ne? Höhe. Okay. Habe ich. Aber die sind jetzt drin, ne? 0. Okay. Wählen. Bezahlter Preis 2,3. Und wir haben jetzt 3,0. Weißt du was? Mache ich. Ort ist, glaube ich, Place, wenn ich es richtig sehe. So. Oh, da kommt schon jemand. Wählen. Bezahlter Preis, Ort. Junge, Junge, Junge. Leute, Vorsicht, ich kann noch nicht. Die sind so gierig, ne? Verkaufen bis Ende des Tages. Ich komme. Kategorie Puzzle, profitieren. Ja, okay, cool. Wie geht das? Verkaufen. Wow, hier sind viele Spieleinteressierte. Viele Schweinehunde. So, bitteschön. Weh, hier klaut jemand. So. Bitteschön, vielen Dank, Dankeschön. Ich muss halt nichts selber machen, ne? Viele gehen auch wieder raus. Ich glaube, wir haben den Preis ganz gut getroffen. 67 Dollar. Wir müssen das Regal wieder reinkriegen. So. Das Problem ist, es sind viel zu viele Leute, die hier reinkommen. Das ist mega unrealistisch. Die müssen das dringend noch balancen. Und man kommt halt nicht zum Reinigen zwischendurch. Wenn man ihn nicht warten lassen will. Also man kommt hier kaum durch. Das ist nicht so realistisch. Das sieht eher aus, als hätte ich schon einen großen Laden. Jo. So, das war's gleich. Puh. Vielleicht gucken die alle nur. Leute, es gibt nichts mehr. Ich hab nichts mehr. Verkaufen bis Ende des Tages. Die haben schon alles gekauft. Was soll ich machen? Ah, Nettoverdienst minus 53, weil wir das Regal gekauft haben. Nicht vergessen, ne? Ladenregal 59. Wir haben also 6 Dollar. Theoretisch hätten wir 6 Dollar Profit gemacht. Zu wenig. Das ist aber viel zu wenig. Von nun an können Sie die Stadt erkunden, mehr Spiele kaufen und verkaufen. Tamam! Tamam! Ja, sehr gut. Das, fantastisch. Okay, kann ich den Laden schließen? Nee, ich kann nur den Tag beenden. Ich gehe mal neue Spiele kaufen. Tamam! Was heißt denn Tamam? Ich kann das nicht mehr übersetzen. Geil eingeparkt, aber ich war zu früh. Das ist türkisch für okay. Ach so. Ah, das erklärt einiges. So, Ausfahrt. Ich verstehe. Liebe Türken, ihr seid voll Tamam. Wahrscheinlich falsch, komplett falscher Kontext. Hier, Kollege, ich hätte gerne
10. Soll ich aber 10? Warte mal, es gehen 6 pro Reihe rein, ne? Ich kaufe 12. Wir haben noch... Haben wir noch Geld? Ja, ne? 12. Wir haben $96. Ich gehe gerade voll auf Risiko. 89,4 von 96. Tamambert-Ofenkäse. Oh, Käse. Okay, gut. Tamambert. Entschuldigung, bin sehr einfach zu begeistern. So. Okay, wir haben Spiele. Ich habe diesmal nicht allzu viele. Okay, der Scheiß. Der Typ neben uns hat Scheiße geparkt, was soll ich euch sagen? Der Wagen ist sehr laut, ne? So, warte. Oh, ich musste da lang. Na, ist egal, ich fahr hinten rum. Ich hab Navi dabei. Da sind wir. Oh, okay. So, führen Sie den Motor aus, Ausfahrt. Ich frage mich, warum Leute überhaupt bei uns kaufen, nicht bei ihm, ne? Ja genau, warum kommen Kunden überhaupt zu dir? Man of Mana, ganz genau. Warum kommen Kunden überhaupt zu mir? Wenn die da drüben alles billiger kriegen. Wahrscheinlich Lage ist alles, Leute. Lage, Lage, Lage. So, wählen. Durchschnittlicher Preis. Ich mach mal 5. Ich... Völlig verrückt. Aber kann mir scheißegal sein. So. Dann hier. Wählen. Auch 5. So. Man will es ja auch nicht zu teuer machen, Leute. Wählen. 5. Und dann, Höhe, hier. Mal gucken, wer jetzt noch kommt. Oh! Als ob die es trotzdem kaufen. Diese Idioten. Diese Idioten. Es finden sich immer ein paar Dumme. Ja, ist ein Schnapper heute. Ist runtergesetzt. Träumchen. Wir gucken mal. So, verwenden. Internet, Fähigkeiten, Baum, Spiele. Dokumente. Okay, dann gucken wir später rein. So, bitteschön. Heute müllen die aber nicht so sehr wie gestern. Nur die Männer sind dumm genug. Naja, Beweisstück Nummer A. So. Wischi, wischi. Wischi, waschi. So. Schon wieder dreckig. So habe ich auch mehr Zeit zum Putzen. Geschlossen? Hä, was? Aber wir haben noch nicht alles verkauft. Wir sollten vielleicht auf 4 setzen, oder? Warum geht der überhaupt? Der war gerade mal ein paar Spiele kaufen und einräumen. Also richtig viel haben wir nicht gemacht heute. Ich bleib offen. Es bleibt 18 Uhr. Solange die Tür offen ist, sind wir offen. Okay, jetzt kommt keiner mehr. Schade. $55. Ja, wir haben leider... Naja. Wir sollten vielleicht 4 machen, ne? Oh, Junge, die Soundeffekte sind aber auch anders laut. So, ich guck mal kurz. Internet, Immobilie. Small Game Store, stylischer Spielgeschäft. Das nenne ich ein Spielgeschäft. Was können Sie in diesem Leben mehr wollen? Nicht besser. Aber wenn es nicht besser ist, dann will ich es nicht.
durchschnittlich großer Geschäft. Sie können Ihre Kunden gut moderieren. Hallo, liebe Kunden. Ich moderiere heute mal durch den Abend, ja? Mugel. Tamam. So, ich mach einmal zu wieder hier. Fähigkeitenbaum. Ich habe 113 XP, aber bin zu dumm zum Tanken. Erhöht die Spielgrenze von Kisten. Oh, 40 XP. Erhöht die Kundenzufriedenheit. Ja. Kundenzufriedenheit immer wichtig. Und Kisten auch immer wichtig. Was? Okay. Oh, Entschuldigung. Dass so früh schon Idioten wach sind, ist krass. So. Schwab, dabe, dübe, 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 dein. Schwibbe, die Böten, Böten, baben, die Bein. So. Sind die Preise jetzt runter? Ne, nur meine Hosen. Ja. Ich erzähle den Leuten, dass ich meine Kinder ernähren muss. Und dass ich hier noch Verlust mache. So. Voll der beschissene Laden einfach hier, ne? Ich meine, guck mal, hier sind kaum Regale. Da ist nur ein Regal an der Wand irgendwo. Da stehen ein paar Spiele. Also ich weiß nicht, ob ich hier kaufen würde. Sehr dubios hier alles. So. Oh, Zwillinge. Zwillinge. Dedim-dim. Ja, wir sollten das Regal eigentlich nach vorne stellen. Direkt an die Tür, ne? Wäre schlauer gewesen. Die kommen aus Mitleid. Manche kaufen sogar, damit ich was zu essen habe. Ist wie im Stream hier. Manches haben sogar, damit ich was zu essen habe. Ich armer Unterernährter. Ciao. No. Ja, die beschweren sich über zu hohe Preise, glaube ich, ne, wenn ich es richtig sehe. Bam, badam, bam, bam, badam, bam. Kann ich hier sitzen eigentlich? Nee. Ich muss den ganzen Tag hier stehen. Ihr könnt das gar nicht nachvollziehen. Ja, wir hatten mal ein Gym, aber da haben die Leute zu sehr gestunken. Jetzt verkaufe ich Spiele an Gamer, die riechen viel besser. Bam, 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 bam. So, bitteschön. Kategorie Plattform. Wir sind bei $117. Es lohnt sich. Wir müssen nur ein bisschen geduldiger sein und wir haben dadurch aber mehr Zeit, sauer zu machen. Ist eigentlich gut. Putze es, los! So. Casino gibt's hier leider nicht. Ich prangere das an. Und Angestellte einstellen sehe ich auch noch nicht. Vielleicht später. Aber brauchst du eigentlich gerade auch nicht. So. Aber schmutzig sind alle Kunden. Das muss man sich merken. Jeder Einzelhändler weiß, Kunden sind immer schmutzig und hinterlassen immer Dreck. Richtig dreckige, schmutzige Kunden. So, wir sind gleich ausverkauft, Leute. Wer hätte es gedacht? Und wir haben Cash gemacht. Aber Preis auf Nil setzen. So. Ich glaube, das Schlimmste am Einzelhandel sind immer die Kunden. So. Wir können jetzt fast ein zweites Regal kaufen. Aber ich glaube, eine Runde würde ich noch machen, dann würde ich, glaube ich, ein zweites Regal kaufen. So, hier haben wir noch das letzte Spiel. Jo. Da wird es gerade verkauft. Supi, dankeschön. Mehr gibt's hier eh nicht. Dann würde ich, glaube ich, jetzt erstmal wieder... Ich fahre mal kurz wieder zum Spielehandel. Dann müssen wir es morgen nicht machen. Ich führe den Motor aus. Ja, es gibt noch andere Läden, aber wir können es momentan nichts leisten. Es gibt noch einen Dekoladen und so. Wann geht der jetzt? Es ist 18 Uhr und er ist schon müde? Was für ein faules Schwein. Ganzen Tag nur hinter der Kasse gestanden und nichts gemacht wieder. So. 76 Gewinn, geil.
So, hallo mein Freund, hallo mein Freund, hallo mein Freund. Wie sieht's denn aus? Ich würde nochmal... 12 hatten wir immer, ne? 12 hatten wir immer. 12. 12. 12. Da haben wir jetzt $89. Soll ich nochmal zum Nachlegen nochmal 6 kaufen? Nochmal 6. 134. Okay, schade. 24 von den Dingern. Okay, das ist ein bisschen kacke gemacht. So, muss reichen. So, dankeschön. Regal machen wir nächste Runde. Ich brauche noch kein Regal. Ich muss Sachen verkaufen. Ein Regal kann ich nicht verkaufen. Ich kann Spiele verkaufen. Und frische Semmeln. Ja. Stimmt, das Regal kann man auch abholen. Du hast recht. So. Mit den Preisen bin ich gerade zufrieden. Zu Gollum oder Monke im Angebot. Ja, die findest du bei den auf dem Grabbeltisch gerade. Aber Gollum kostet halt immer noch 70 Euro. Aber dafür hast du Wink-Emoji. Im Singleplayer-Game. Das macht so absurd. So. Ich bestück aber schon mal, ne? Es bleibt, wenn es 18 Uhr ist, bleibt es 18 Uhr. Das ist ganz cool. Kann ich das Regal umstellen? Ah, kann ich mir nicht leisten. Okay. Mach ich ja hier. Bezahlter Preis. Wir hatten 5, ne? Wir hatten 5 gemacht, oder? Ja, wir hatten 5 gemacht. Okay. Ich bleib bei 5. 5 war eine gute Mischung. Ich will nicht gierig werden. 5 war eine gute Mischung, dass wir entspannt uns zurücklehnen können. Gedrückt halten. Cool. Warte. Höhe. Okay, wenn ich jetzt gedrückt halte. Okay, das ist cool, das geht. Super. Dann kann ich jetzt schließen und morgen, Vorsicht, kann ich, warte mal, kann ich, Klang! Ich mach mal so. So, wir haben wieder Geld ausgegeben, na klar. Was? Ich wollte jetzt richtig Geld machen. Wie zufrieden sind Sie über die Schwierigkeit des Spiels? So, wie zufrieden sind Sie mit den Kontrollen? Ja, so. Wie viel Spaß macht das Spiel? Ja, naja. Es fehlt noch ein bisschen was, ne? Ich würde schon, oder? Die Schwierigkeit ist super, also sehr skalierbar. Aber ist das okay so? Ja, ne? Was würdet ihr sagen? Es fehlt noch was beim Spiel halt einfach, ne? Das ist noch momentan relativ viel leer. Ich habe keine Maus. Mein Mauspfeil ist weg. Ich, mal machen. Die Maus ist einfach weg. Okay. Deine Gedanken sind wichtig. Ja, dann, Ne, Tab-Taste geht auch nicht. Escape geht... Doch, Escape geht noch. Die Maus ist hier wieder da, aber hier ist sie halt weg. Warte, so? Ne, geht auch nicht. Ich kann noch nicht schummeln. Return geht nicht. Ne. Tamam. Gut, das war's. Ist ganz nice. Ich glaube, wir werden es, glaube ich, nochmal spielen in der Vollversion, aber ich glaube nicht, dass wir es lange spielen. Weil ich glaube beinahe, dass wir relativ schnell relativ viel Geld machen bei dem Ding. Wenn wir das hochskalieren, die Regale noch dazu und dann noch die Spiele hochskalieren, ich glaube, wir sind relativ schnell, wenn wir die Stadt kaufen einfach.
vermute ich mal. Wir gucken mal. Aber man kann ja auch noch neue Locations kaufen, nicht besser. Ja, wir gucken mal. Schau mal. Tamam. Ciao.